Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo hier am 9.05.2017. Das langersehnte Informationsvideo hier. Ich hatte seit längerem kein Video mehr gebracht. Und wir bleiben erstmal auf diesem transparenten Bild. Ich glaube, meine Maus sieht man. Epsilon? Skala. Ups. Ja, okay. Meine Maus sieht man jetzt nicht. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich habe ein bisschen Musik hintergepackt und ich möchte euch jetzt einfach ein paar Sachen erzählen, die vielleicht sehr wichtig sind, weil mancher hat nämlich schon mitbekommen. Und da komme ich auch gleich zum ersten Punkt, dass ich nicht mehr auf dem Server bin, auf dem Minecraft-Server. Da bin ich nämlich nicht mehr dabei. Sozusagen ist die Staffel 6 bei mir beendet. Und ich habe mich jetzt da beworben als Wahlkandidat für den Ort Wolfsbach im Treibenland. Mal sehen, ob das was wird. So, Punkt 2. Es kam jetzt längere Zeit kein Video und es kommt bis auf das Informationsvideo heute. Ich habe mir so vorgenommen, bis zum 1. Juni. Es kann aber auch schon eher mal was kommen. Also eine Woche vor Juni könnte schon was kommen. Und das Ganze nur wegen meiner Ausbildung, Schule, beziehungsweise den Prüfungen, die ich gerade absolviere, und aus privaten Gründen. Darum kommt nichts. Das ist mir einfach zu stressig und dann ist eben das Leben außerhalb des Bildschirms, wo ihr gerade hier reinschaut und mir zuhört, wichtiger. Ist ja ganz logisch. So, Punkt 3. Ist ja, euch ist ja bestimmt auch aufgefallen, dass ich meinen Kanal-Banner geändert habe vor ein paar Wochen. Ich habe meinen Kanal-Namen geändert vor ein paar Wochen. Das Blöde daran ist, ich habe früher meinen Kanal-Namen mal umgeschrieben und der war ganz lang. Ja. Südesmeraldisches Fernsehen, Gaming, Wette, Vlog, Gaming, Vlog, Wette und Gameplay. Mir ist gerade ein Papa, also irgendwas aufgeploppt. Essler. Das passiert auch immer, wenn man aufnimmt, ne? Das habe ich noch nie gehabt gerade. Irgendwas von Skype hier. Benutze ich gar nicht. Alles klar. Wo war ich? Also, ganz lange Namen hatte ich da. Und südesmeraldisches Fernsehen, Vlogs, Wetterupdates und Gameplays. Und dann noch in eckigen Klammern Neme City geschrieben. Und ich habe eben das südesmeraldische Fernsehen. Da wollte ich schreiben Wetter-Updates. Deutschland? Oder Wetter-Update, irgendwas dahinter. Jedenfalls war das noch zu lang, weil ich dahinter eben noch irgendwas stehen hatte. Da habe ich das abgekürzt. Und bin nach über Stunden, nicht Stunden, aber eine Stunde hat es schon gedauert, knapp, zum Entschluss gekommen, dass der Name zu lang ist. Ich habe nämlich erst gedacht, die ganzen Sonderzeichen werden nicht erkannt. Das bedeutet, ich habe an dem Tag meinen Namen so circa 50 Mal geändert. Ich habe gedacht, das geht nur dreimal, so im kürzesten Zeitrahmen. Ich war glücklich, dass es nicht irgendwie dann so geblieben ist. Wäre ein bisschen fatal gewesen. Hab das längere Zeit nicht mehr ausprobiert. Also es gibt anscheinend eine
maximale Anzahl von Buchstaben. Darum sind die Kanalnamen, die heutzutage erstellt werden, auch nicht mehr so lang. Früher waren die, glaube ich, so 100 Zeichen lang. Also ich hatte, das kann man eigentlich auch nachzählen, oder? Ach nee, das wird ja insgesamt geändert, das stimmt ja wieder. Aber ich kram den noch mal irgendwo raus. Ich müsste ihn, glaube ich, irgendwo noch mal haben und da sage ich dann mal im nächsten Video oder was so rauskommt, mal wie viel Zeichen ich da drin hatte. Das Leerzeichen ist auch ein Zeichen, das darf man nicht vergessen. So, und zwar hat sich das ja alles geändert vor ein paar Wochen. Aus einem Grund. Ich wollte von den Let's Plays weg und wollte eher zu der Vlog-Sache kommen, beziehungsweise mich hauptsächlich um die Meteorologie, beziehungsweise Wetter- und Klimathemen ansprechen. Dazu war meine Überlegung, jetzt die Frage an euch. Ich wollte jetzt so einen Trend für 2, 3 Tage machen, wo ich so ein bisschen was erkläre ab und zu und eben sage, wie in Deutschland die Vorhersage der Wetterbericht geben wird. So, das Ganze 2, 3 Tage und das wollte ich auch alle 2, 3 Tage machen, dass es so ein bisschen aktuell bleibt. Das ist eben die Frage dann aller 2 oder aller 3 Tage. Das frage ich mal euch. Mir wäre es gemischt sehr lieb, weil es kommt manchmal gut, manchmal schlecht. Und Wichtiges kommt natürlich zwischendurch. Wenn jetzt irgendwas passiert ist oder was weiß ich. Nächster Punkt. Let's Plays werden auch kommen. Dazwischen sehr vermindert. Wenn nicht gar, sind das dann 30 bis 40 Minuten Videos. Kann durchaus mal möglich sein. Späteres mehr, denn es gibt ein neues Layout. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Abgesehen von den Livestreams, die auch in unregelmäßigen Abständen kommen könnten. Ich glaube, die Anzeige im Banner ist immer noch aktiv. Die müsste ich mal wieder Xen oder beziehungsweise Minus reinsetzen, weil ja bis jetzt noch keiner wieder geplant ist. Ich bearbeite nämlich gerade neue Thumbnails und das habe ich heute abgeschlossen. Ich habe vorgestern schon mal ein bisschen rumprobiert. Und ja, das ist dann daraus geworden. Und zwar kann ich euch ja ein bisschen was zeigen. Also, ich habe jetzt in meinen Videos einmal gelb, einmal grün, blau, einmal rot und einmal grau. Das Graue kennt ihr ja, das ist das Infovideo-Format. Und das Thumbnail baut sich ja bei mir heute so auf. Also erstmal das Teil. Dann habe ich eine Szene beziehungsweise ein Zack. Nennt sich Infovideo. So. Und dann gibt es einen allgemeinen Text, den habe ich umgeschrieben. Und das ist der hier. Oh. Sehe ich gerade. Das werdet ihr wahrscheinlich im Thumbnail hier Live-Bearbeitung. Ist ja mal voll krass. Zack. Nochmal ein bisschen kleiner machen. Und ein bisschen nach oben ziehen, weil das unten. Nee. Zack. Den muss ich treffen hier. Den Mittelknöps. So, skalieren. Das Skalieren habt ihr, glaube ich, jetzt nicht gesehen. Weil ich jetzt nur das Bildchen hier habe. So, gehen wir mal wieder hier raus aus dem Ding. So. Genau. Und dann zu kann ich eben das Bild hinter quetschen. Bam! So. Das bin ich vor 2 Monaten. Circa. Wollte jetzt kein neues Bild machen. So, jetzt kann ich hier das wieder wegmachen und kommen wir mal zu den gelben. Das Gelbe, und es ist auch neu, wird gleich down. Oho, das gibt es nämlich auch bald bei uns. Und zwar setze ich da jetzt einfach mal den allgemeinen Text runter. Zack. Oh, den belasse ich jetzt erstmal dort unten.
Da kommt dann zum Beispiel hin, jetzt wie was geplant ist, ist gerade in Arbeit, das 4-Jahres-Best-of von unserem Kanal, beziehungsweise mein Kanal. Aber früher, ganz, ganz früher, waren ja auch noch andere Leutchen mit hier dabei, beziehungsweise auch zu Gast. Das würde ich dann gerne als Best-of zusammenschneiden, besten Sachen. Und das wird wahrscheinlich auch in mehreren Teilen kommen, weil ich. Die, ja, es wird etwas lang und 2 Stunden Video guckt sich keiner an. Also bis zum Schluss wird ja, sehr anstrengend. Und deswegen wollte ich das in 20 bis 30 Minuten Parts aufteilen. Ja, genau. So, machen wir mal wieder den Text weg. Zack und zack. Gelbe weg und kommen wir zum Grün. Das Grün ist der Trend. Also fürs Wetter-Update, also ich lasse es einfach mal den Text hier unten drunter. Allgemein fürs Wetter-Update, ich habe da jetzt mal ein Beispielbild für eine aktuelle, also für diese Woche sozusagen. Es wird ja am Wochenende wieder etwas schwüler und wärmer, da passt das Bild ja ganz gut dazu, habe ich mir gedacht. So als Beispiel zur jetzigen Zeit. So, tue ich das wieder rausnehmen. Ich das wieder rausnehmen, das tue ich auch mal rausnehmen, dass es einfach besser aussieht im Übergang. So, kommen wir zum Blauen. Blauen ist das Let's Play. Gehört dazu und zum Let's Play habe ich mir ein altes Minecraft-Bild rausgesucht. Nee. Ein altes Minecraft-Bild rausgesucht. Und das hatte ich mal vor Ewigkeiten errichtet. Ewigkeiten her. Auf einer Singleplayer-Map. Glaube ich. Weil daran kann ich mich erinnern, dass es auf irgendeinen Server gebaut ist. Gut. Da kommt dann hier unten drunter einfach die Folgenname, beziehungsweise einfach nur. Ne, nicht der Folgenname, das Spiel kommt unten drunter. Das Spiel. Und. Ich schreibe aber diesmal, und das ist die große Neuerung, nicht die Zahl ins Thumbnail. Die stand ja sonst immer unten links, beziehungsweise auch mal unten rechts glaube ich eher, oder? Muss mir das nochmal angucken. Unten rechts. Und jetzt ist keine hier drin. Hab mal wieder super Musik ausgesucht hier. Einfach random in meine Playlist gegriffen. Finde ich gut. So, machen wir das mal wieder aus. Das aus, das aus, das aus, das an. Und zwar ist das der Livestream und wieder allgemein Text. Da kommt jetzt auch das Spiel unten drunter, beziehungsweise das Datum sogar. Und jetzt habt ihr es ja schon gesehen. Da habe ich mir ein Bild von Firewatch mal ausgesucht. Wir hatten ja mal Firewatch gestreamt, nehme ich an, oder? Hatten wir das mal gestreamt? Ich glaube schon, das habe ich dann in Folgen aufgeteilt und dann veröffentlicht. Also Staffel 2 zumindest. Ich habe ja Staffel 1 mal angefangen, nur dann ist mir irgendwie das Spiel abgekackt, keine Ahnung. Aber dann ging es ja. Genau. Ich mache das mal hier aus. Zack. Das lasse ich mal an. Machen wir den Trend wieder rein. Das Grüne und dem. So. Schaut hübsch aus, ne? Dazu passt auch hier. Man kann das so ein bisschen mischen, ne? Ja. Jetzt brauche ich nur das Informationsvideo. Zack. 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 So, kann man auch dazu nehmen. Ich kann das ja immer mal ein bisschen durchmischen, aber das ist ja erstmal zweitens. Das muss ich mir noch mein Bild reinmachen. Hey, so, zack, hier bin ich. Hallo, Standbild hier gerade. Hey. Wenn ihr noch Fragen habt, habt damit in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Video bis zum Schluss anguckt habt. Lasst ein Like da.
und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Vielleicht kommt noch ein Infovideo zwischendurch. Ich glaube, es könnte sogar noch eins kommen. Aber dann könnt ihr mal gespannt sein, was das wird. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag und sag ciao, ciao.